Lieber Thomas, liebe Genossinnen und Genossen, im Vorfeld dieses Parteitages habe ich immer wieder zwei Dystopien gehört, die mir gerade so aus dem Journalismus entgegengeschleudert wurden und zwischen denen ich mich dann entscheiden sollte. Was wird jetzt wohl nach diesem Parteitag passieren? Dystopie Nummer eins: Wird Olaf Scholz die SPD jetzt unterwerfen und auf Kanzlerkurs bringen? Oder Dystopie Nummer zwei: Wird die Parteispitze und werden 4 Dutzend wild gewordene Jusos im Deutschen Bundestag nun den Bundeskanzler an die kurze Leine nehmen? Und einige müssen jetzt ganz stark sein in diesem Moment, denn beides sind groteske Zerrbilder einer Partei, die in den vergangenen Jahren an sich und ihren Herausforderungen gewachsen ist und die genau dieses Spiel zuletzt nicht mehr mitgespielt hat und auch in Zukunft nicht spielen wird. Wir brauchen hier kein ritualisiertes Heckmeck zwischen der Basis-SPD und der Regierungs-SPD, um uns daran zu erinnern, dass unsere Partei noch am Leben ist. Und warum ist das so? Weil Einigkeit stark macht. So steht es auf unserer Traditionsfahne. Aber Einigkeit, die entsteht nicht, indem man behauptet, dass sie da ist, sondern Einigkeit hat Voraussetzungen. In einer Programmpartei besteht die zentrale Voraussetzung darin, dass wir nach Willy Brandt auf der Höhe der Zeit sind und uns inhaltlich bevorraten, dass wir offene Fragen sowie Konflikte klären. So wie wir das vor über 2 Jahren rund um unser Sozialstaatskonzept begonnen haben. Ich möchte dieses Beispiel nicht überverwenden, denn man kann es auch nicht in eine Vitrine stellen und immer wieder hervorholen, um Konflikte im Hier und Jetzt zu lösen. Ich möchte, dass wir es als Beispiel nehmen, um zu verstehen, wie wir gemeinsam Erfolg haben können. Was uns damals gelungen ist, das kann man nicht kopieren, aber wir können daraus lernen. Und das möchte ich gerne als Generalsekretär auch tun. Und zwar möchte ich Folgendes tun. Ich möchte, dass wir klare politische Analysen einer Verortung unserer Partei in dieser Zeit und ihren Debatten vornehmen. Dass wir identifizieren, in welchen Themen und Konflikten wir noch arbeiten müssen, um vom politischen Gegner und dem Zeitgeist nicht aufs Kreuz gelegt zu werden. Und dass wir Formate, Zeitpläne und Maßnahmen definieren, die uns zielorientiert zu politischen Antworten führen. Das sind wir übrigens nicht nur der Partei, sondern auch den Hauptamtlichen im Willy-Brandt-Haus schuldig, die von uns erwarten können, dass wir nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben, sondern konzentriert an unserem Programm arbeiten. Welche Themen könnten das sein, an denen wir in den nächsten 2 Jahren nochmal vertieft arbeiten müssten? Einige haben das hier schon angesprochen. Auch ich glaube, dass wir im Thema Zuwanderung und gerade auch der Frage des Fachkräftemangels noch mal arbeiten sollten. Wir haben es in den Koalitionsverhandlungen gesehen. In fast jedem Bereich haben wir mit reingeschrieben, hier braucht es auch noch mal eine Fachkräfteoffensive. Aber was heißt das am Ende, wenn der Chef der Bundesagentur für Arbeit uns sagt, dass wir eine Nettozuwanderung von 500.000 Menschen im Jahr brauchen? Wir wissen doch alle, dass dahinter sich auch kulturelle Fragen und Verwerfungen in unserer Gesellschaft verbergen werden. Und ich werbe dafür, dass wir diese Fragestellung offensiv angehen, wenn es uns wirklich darum geht, Industriegesellschaft zu bleiben und die großen Herausforderungen, die wir vor uns haben, die zu gewährleisten. Dass wir Einwanderungsgesellschaft nicht nur verschämt sein wollen, sondern dass wir das offensiv betonen und als einen Vorteil einer vielfältigen Gesellschaft auch wirklich begreifen. Ich möchte, dass wir uns der Frage zuwenden, was wir mit einem Recht auf Arbeit eigentlich meinen, was wir selbstbewusst damals in unser Sozialstaatskonzept reingeschrieben haben, aber noch weiter ausdefinieren können. Ich möchte, dass wir uns der Frage stellen, was uns Hans-Jochen Vogel mit seinem Appell zu einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik eigentlich mit auf den Weg gegeben hat. Wenn wir über Bauoffensiven und gleichzeitig die Gefahr von zu viel Versiegelung sprechen oder auch den spekulativen Umgang mit Grund und Boden auch im landwirtschaftlichen Bereich. Und ich möchte, dass wir uns die Frage stellen, was es eigentlich bedeutet, wenn man als Partei 5. Wahl hintereinander mit der Forderung nach einer Bürgerinnen- und Bürgerversicherung gegangen ist und sie am Ende wieder nicht gemacht hat. Ob das nur an den politischen Mehrheiten liegt oder ob wir nicht auch noch ein bisschen programmatische Nachschärfarbeit zu leisten haben, um zu beantworten, was wir eigentlich wirklich damit meinen. Ich glaube, diese Ehrlichkeit, die können wir uns zumuten und die möchte ich als Generalsekretär der Partei auch gerne zumuten. Fraktion und Regierung sind für uns als SPD unsere Hände, die mit Geschick und Können die Wirklichkeit formen und verändern können. Und ich bin froh, dass 2 von diesen Händen da vorne sitzen und seit mittlerweile 3 Tagen endlich wieder von der Spitze her anpacken können. Die Partei ist Kopf und Herz der sozialdemokratischen Bewegung. Und ich glaube, dass uns so eine Aufgabenteilung gelingt, in der Fortschritt erdacht und zur Realität gemacht werden kann. Ich möchte als Generalsekretär Anwalt der Partei, Hüter und Treiber ihrer Programmatik
und Kommunikator gegen einer demokratischen Öffentlichkeit sein. Das ist übrigens auch ein Versprechen an Gesellschaft und auch an die Medien. Ich habe Angela Merkel leidenschaftlich dafür kritisiert, dass Sie und Ihre Partei nicht die eigene Politik erklärt haben. Wir glauben, dass wir gute Politik im Angebot haben und in der Regierung machen werden. Dann können wir sie auch kommunizieren. Wir werden uns nicht einmauern in der Parteizentrale. Wir haben nichts zu verbergen. Wir werden den Diskurs mit der Gesellschaft suchen. Und das werde ich auch ganz persönlich tun. Und selbstverständlich werden wir rausgehen, nicht nur als Partei insgesamt, sondern auch der Generalsekretär. Die Genossinnen und Genossen in den Landtagswahlkämpfen im nächsten Jahr verdienen nicht nur bestmögliche Unterstützung, sondern sie werden sie auch bekommen. Einerseits, indem wir euch den Rücken frei halten und dafür sorgen, dass es keine Störfeuer gibt, im Gegenteil, dass ihr Rückenwind bekommt. Aber natürlich auch, indem wir vor Ort präsent sind, selbst unterstützen und dafür sorgen, den politischen Gegner auch zu stellen. Ist doch grotesk, wenn man in diesen Tagen sieht, wie ein neu gewählter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen auf dem Feld ist und an alle möglichen politischen Ebenen Forderungen stellt, die mögen doch jetzt bitte mal die Corona-Politik für sein Bundesland machen. Da seien zu viele Zuschauer im Fußballstadion. Dabei hat er selber die Möglichkeit nicht genutzt, das wieder ins Lot zu bringen. So einen Ministerpräsidenten braucht man doch nicht, wenn der mächtigste Mann im eigenen Bundesland anscheinend Hennes der Geißbock ist, der dafür sorgt, dass das Stadion voll ist, dann hat der Ministerpräsident versagt und dann braucht es einen neuen. Und deswegen, lieber Thomas, lieber Anke, auch der zweite Thomas und natürlich auch Stefan Weil, ihr habt unsere Unterstützung in diesem Wahljahr 2021 auch vor Ort und werdet dafür sorgen, dass das auch gelingt. Und ich möchte abschließend sagen und als Versprechen abgeben, eine kluge Sozialdemokratin hat uns vor 2,5 Jahren eine Botschaft mit auf den Weg gegeben, die ich nicht vergessen habe. Sie hat uns damals geschrieben: Bleibt beieinander und handelt besonnen. Ich hoffe sehr, dass es euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD. Lieber Andrea Nahles, wir haben diese Worte damals nicht nur mitgenommen, sondern verstanden, verinnerlicht und umgesetzt, weil wir es dir schuldig waren, weil wir es uns selbst schuldig waren, weil wir es unserer politischen Idee schuldig waren. Und deswegen werden wir dafür sorgen, dass wir das auch in Zukunft nicht vergessen, sondern danach handeln, unseren Erfolg bewahren, ausbauen und die Politik machen, für die wir gewählt worden sind und für die wir in Zukunft hoffentlich noch mehr Unterstützung bekommen können. In diesem Sinne bitte ich um eure Unterstützung, möchte alles dafür geben, der Sozialdemokratischen Partei, ihrer Sache, ihren Beschlüssen und ihren aktuell so stolzen Mitgliedern in den kommenden 2 Jahren als Generalsekretär dienen zu dürfen. Vielen Dank.